Menschen ist Emily Lieberherr besonders am Herzen gelegen. 22 Altersheime hat sie in der Stadt bauen lassen. Und genau dort in den Altersheimen verfolgen heute Senioren die Live-Übertragung vom Gedenkgottesdienst auf Tele Zürich. Sie haben Emily Lieberherr viel zu verdanken. Dana Gablinger. Im Gemeinschaftsraum vom Altersheim Klaus verfolgen die Bewohner gespannt die Trauerfeier von der Emily Lieberherr. Die Reden bewegen die Leute. Ich finde es sehr würdig. Ganz genau auf das Emily Lieberherr abgestimmt. Hat jeder so aus dem Herzen geredet, wie er sie kennengelernt hat. Man hat gemerkt, dass alle eine Hochachtung haben für die Frau. Und auch wenn es Kämpfe gegeben hat, früher. In den Parteien, aber jetzt hinten drin sehen sie alle die Verdienste von der Frau Lieberherr. Sie hat sich fürs die Schwachen eingesetzt und das finde ich einmalig. Das findet man nicht und selbstlos, ohne dass sie gemeint hat, sie müsse ein bisschen verdienen. Zur Feier vom Tag serviert das Altersheim Klaus den Bewohnern auf Wunsch der Emily Lieberherr ihr Lieblingsgetränk. Ein Gin Tonic. Die Bewohnerin Betty Portner bedauert, dass die Kämpferin der Frauen nicht mehr unter ihnen ist. Ein Mensch, der so immer auf Draht war und auch ans Bett und an den Rollstuhl gebunden ist, finde ich das einfach, das ist eine grosse Tortur. Und darum habe ich das Gefühl, für sie ist es sicher wertvoll gewesen, als sie hätte gehen können. Die Heimleiterin Susi Lüssi war 25 Jahre lang eine gute Freundin von Emily Lieberherr und hat ihr Fest zum 85. Geburtstag noch organisiert. Ich habe sie einfach immer bewundert als Frau, als Persönlichkeit, als starke Persönlichkeit. Sie war eine geradlinige Frau, hat Entscheid gefällt. Das möchte ich eigentlich von ihr weiter lernen und umsetzen. Und heute nehmen wir Abschied von ihr. Das tut mir weh. Aber ich glaube, ich habe sehr viele Erinnerungen an sie. Und die bleiben. Im Herzen von vielen Leuten wird Emily Lieberherr weiter existieren. Ihre Taten bleiben unvergessen. Aus aktuellem Anlass